So, so. Test. Ja, ich möchte euch auch nochmal herzlich begrüßen heute zur mittlerweile sechsten Mahnwache hier in Braunschweig. Und mit uns stehen heute wieder Tausende von Menschen auf den Straßen. Es sind jetzt über 110 Städte mittlerweile in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Letzte Woche haben wir noch gesagt 70, also ihr könnt sehen, was die Bewegung für eine Dynamik annimmt. Und mit uns, wie gesagt, wir sind nicht nur die paar, die hier stehen, sondern wir sind mittlerweile Tausende in ganz Deutschland, die auf die Straße gehen. Und ich möchte mich ganz herzlich auch nochmal gerade bei euch bedanken, die ihr heute hier seid, denn ihr seid was ganz Besonderes. Denn es gibt genügend Gründe, ja mal montags nicht hier zu sein, weil man einfach zu müde ist, irgendwas ist wichtiger. Oder es ist gerade zu kalt, es regnet. Ja, heute ist es sehr warm und wir haben Feiertag und ihr seid trotzdem da. Und deswegen gönnt euch selber mal einen Applaus, dass ihr heute für den Frieden, für Freiheit hierher gekommen seid auf die Straße. Aber seid ihr euch eigentlich bewusst, worauf ihr euch hier einlasst? Wisst ihr überhaupt, wie so die Mahnwachen teilweise von außen angesehen werden, heute im Moment noch? Es ist halt schwierig, so eine ganz neue Bewegung, die keiner Partei angehört, die keine straffe Organisation hat, die keine Führung hat, irgendwo zu greifen. Und da merkt man also ganz extrem, dass viele Menschen halt einfach noch in diesem Schubladendenken drin sind. Die müssen entweder links sein oder die müssen rechts sein oder die müssen, was weiß ich, in der Partei sein oder die religiöse Bewegung. Aber einfach nur, dass Menschen zusammenkommen und einfach nur mit ein paar Grundwerten, nämlich Friede, Freiheit und Gerechtigkeit für alle Menschen, das ist halt für viele sehr, sehr schwierig zu greifen. Und viele Rätsel noch, ja, was sind überhaupt diese Mahnwachen? Viele Profi-Demonstranten sagen, da gibt es ja gar keine Vermummten. Viele Medien, ja, die wissen auch nicht, was sie... Doch, da sind welche, aber die sind auch herzlich willkommen. Und das finde ich auch ganz toll. Ich glaube, ihr seid von Anfang an dabei. Ganz toll. Und das zeigt auch wieder, für alle die, die meinen, wir wären rechts, wir sind nicht rechts. Hier sind so viele Nationalitäten, und die auch herzlich willkommen sind und die auch jede Woche wieder da sind. Und ich glaube, wenn wir wirklich rechts wären, dann, ja, dann wäre hier eine andere Stimmung und da wären auch diese Menschen nicht mehr da. Aber auch viele Linke waren dagegen, weil sie einfach gesagt haben, das ist aber keine Bewegung, das ist ja eigentlich links, was die machen, aber das ist keine Bewegung von den Linken, also ja, ist nicht unsere Bewegung. Und am Anfang haben auch sehr, sehr viele dagegen gesprochen. Und was ich ganz, ganz toll finde, ist, dass heute zum ersten Mal in, leider nicht hier, aber zumindest in Berlin auf der Mahnwache ein Abgeordneter spricht, und zwar Dieter Dehm, ein Abgeordneter der Linken. Und von hier aus mal einen riesen Applaus nach Berlin. Ja, es ist halt, wir sind nicht extrem oder explizit links, wir sind nicht explizit rechts, sondern wir sind einfach offen für alle Menschen, für alle Religionen, für alle Nationalitäten. Und wir wollen endlich, dass der Friede Einzug hält und dass solche Ungerechtigkeiten, wie zurzeit den Menschen in der Ukraine widerfahren, dass das endlich aufhört und dass wir einen anderen Weg einschreiten. Und wie Angela das eben schon gesagt hat, offenes Mikro, wer gerne was selber dazu beitragen möchte, kann es gerne tun. Es muss nicht immer unbedingt etwas jetzt zu den aktuellen Geschehnissen sein. Es kann auch ganz andere Themen einfach mal sein. Denn ich denke mal, was für uns auch ganz wichtig ist, viele fragen, ja, wo geht der Weg hin? Was sollen wir tun? Was ist der nächste Schritt? Natürlich wäre es klasse, wenn einer von uns dazu eine Antwort geben könnte, aber das können wir nicht. Weil wir bereiten ja einfach eine Plattform, oder wie Lars Mehrholz das in Berlin immer so schön sagt, die Mahnwachen, das ist der Wecker, um die Menschen einfach wach zu machen. Und wir sind diejenigen, die dann das erkennen müssen, die Verantwortung tragen müssen. Und wir müssen anfangen, etwas zu verändern. Und wir haben heute also auch noch zwei Redner, die einfach auch mal zu Themen des Alltags was sagen. Richtung Ernährung geht es heute ein bisschen. Aber ich werde auch noch mal nachher in der zweiten Ansprache auch noch mal was zum Finanzsystem sagen. Fett und so weiter. Ein
Thema, wo wir immer wieder angegriffen werden, dass wir es überhaupt anpacken.